Drehen eben einen Film hier, der in, genau hier in Hambach eigentlich beim Weingut Schäfer ist unser Hauptmotiv. Wir haben aber viele Drehorte hier und um Neustadt. Ja. Wir werden zwischen dem 25.10. und 28.11. drehen und auch zwischendrin haben wir mehrere größere Szenen, wo wir viele Komparsen brauchen. Das sind einmal Szenen für eine Beerdigung oder Szenen im Club. Ja, und da werden wir einfach viele Leute aus vielen verschiedenen Altersstufen gebrauchen können. Zum Ablauf, wie das abläuft, wir füllen den Bogen aus, der hier auf den Tischen liegt. Wir machen ein kurzes Foto, das geht recht schnell. Dann haben wir das Foto wird sozusagen mit Ihrem Bogen verbunden und dann werde ich mich bei Ihnen melden. Das wird dann so ablaufen, dass ich Ihnen meistens das Wochenende vorher oder eine Woche vorher Sie anrufe und Termine abfrage, ob Sie nächste Woche können. Ja, wenn Sie können, sagen Sie ja, wenn nicht, dann nicht. Wenn Sie können und es tatsächlich funktioniert, dann werde ich Sie am Tag vor dem Dreh, an dem Sie mir zugesagt haben, nochmal anrufen und Ihnen genaue Daten geben, wann es anfängt und wie und wo und was. Das ist leider beim Film so, wenn wir den Tag davor länger drehen, dann verschiebt sich der nächste Tag. Deswegen kann sich das immer, es ist immer schwer, das direkt gleich zu sagen. Deswegen muss man da ein bisschen flexibel sein. Wichtig ist als Komparse, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, man wird nicht reich. Es gibt selbstverständlich etwas, es gibt Komparsengagen, aber ja, man muss es zum Spaß machen und auch die Interesse im Film dazu, sozusagen das mal anschauen zu wollen. Keiner muss besonders gut schauspielen können, aber es ist einfach, ein Komparse ist ein wahnsinnig spannender Job beim Film, weil es gibt tolle Filme, aber wenn man so wie sich vorstellt, es steht Elias Mbarek im Supermarkt und im Supermarkt steht niemand außer Elias Mbarek, dann ist das auch ein komischer Film. Weil Komparsen sind die Leute, die den Film sozusagen wichtig machen oder ihnen das Leben einhauchen, den sie brauchen. Hat jemand Fragen? Sonst würde ich jetzt einfach mit Fotografieren weitermachen. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Leute da sind. Ich hoffe, das kann ich nicht oft genug sagen. Wo soll denn der Drehort am Saal hier? Genau, es ist hier in der Umgebung. Ich glaube, das weiteste ist einmal Mannheim entfernt. Da versuchen wir dann natürlich die Leute zu nehmen, die eher in Mannheim sind. Und ich glaube, das weiteste von hier sonst ist noch Landau. Aber das ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber sonst ist es wirklich kompakt, alles hier bis zwischen hier und da ist, würde ich mal sagen. Hallo. Hallo, Sie haben sich fürs Casting registrieren lassen? Noch nicht, aber jetzt möchte ich das tun. Was würden Sie gerne übernehmen? Welche Castingrolle? Och, oder Komparsenrolle? Ich bin eigentlich flexibel. Mhm. Ja. Und Sie haben immer Zeit? Eigentlich schon, ja. Ich bin Künstlerin, Malerin. Haben Sie schon mal mitgemacht? Nein, leider noch nicht. Das ist das erste Mal, deswegen habe ich gleich die Chance am Schopf gepackt und bin hierher gefahren. Ach, Sie haben bestimmt gute Chancen. Ja, das freut mich, dankeschön. Selbstbewusstes Auftreten? Ja. Was noch? Wie schätzen Sie sich ein? Weswegen sind Sie dafür geeignet? Also ich bin Weltbürger. Aufgeschlossen und lebe gern. Und auf alles ein durchs Leben. Und auf alles eine Antwort. So ist es. Mit Hund eventuell? Mit Hund eventuell, ja.
gerne. Petro, guck mal in die Kamera. Sag mal guten Tag. Hallo Hund, wie ist dein Name? Das ist der Petro. Petro? Petro aus Spanien. Der Film, der in Hambach und Umgebung gedreht wird, heißt Weingut Wader und wird von der U5 Filmproduktion aus Frankfurt gedreht. Das echte Weingut allerdings trägt den Namen Schäffer und ist in der Schlossstraße 100 zu finden. In dem Film geht es vor allem um Erbstreitigkeiten, die in der Familie geregelt werden müssen. Das sorgt sicherlich für viel Spannung und gute Unterhaltung. Die Regie führt Tomi Wiegand, der auch beim Fliegenden Klassenzimmer die Regie innehatte. Die Hauptdarsteller sind Leslie Malton und Max von Pufendorf. Gedreht wird außer in Hambach auch in Mannheim, Landau und Deidesheim. Aber nochmal zurück zum Casting. Sie bewerben sich auch als Komparse? Ja. Sie sind hier von der Gegend? Ich bin Eingeborener hier. Ja. 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 Echter Pelzer. Wieso finden Sie sich ausgerechnet geeignet, so eine Rolle zu übernehmen? Erstmal sehe ich gut aus. Zweitens bin ich Urpfälzer. Und mich interessiert mal, wie so eine Filmaufnahme, die Produktion wird mich interessieren. Ja. Wer weiß, ob man da Pfälzisch reden soll oder Hochdeutsch. Wollen Sie Sprachprobe? Ja, Sprachprobe bitte. Auf echt Pfälzisch? Was wollen Sie denn hier? Ich bin ein Pelzer. Andreas ist denn von dem Film? Weingut Wader. Wir drehen hier in Hamburg beim Andreas meistens oben. Hier, wenn man da rechts. Aber wir sind auch in der Regie. So, hallo, ich habe mich ja auch vorgestellt als Nummer 59, ja. Als Komparsin. Und da wird in Hambach ein Film gedreht. Könnten Sie mir darüber mal was berichten? Ja, wir drehen eben genau hier in Hambach einen Film, der heißt Weingut Wader. Bisher ist es noch sein Arbeitstitel. Geht um eine Winzerfamilie hier in Hambach, ein kleines Familiendrama, das wir hier in der Pfalz drehen wollen. Weiß man schon was, wer die Hauptschauspieler sind? Ja, genau. Die Hauptdarstellerin wird Henriette Richter-Röhl sein, ja, gefolgt von Leslie Malton und Max von Pufendorf. Und wo sind eigentlich die Hauptspielorte, die Drehorte? Ja, wir drehen hier beim Herrn Schäfer. In seinem Weingut, das ist hier in Hambach und Neustadt und Umgebung sozusagen, also alles hier im Umkreis. Wir haben ihn vorhin gesprochen, glaube ich, Schlossstraße 100. Das kann sein, das bin ich gar nicht sicher. Und wenn mal schlechte Wetterbedingungen sind, wie läuft das dann ab? Ui, da gibt es meistens, manchmal gibt es Regenkaffer und manchmal muss man halt den Regen so nehmen, wie er ist und im Regen drehen, so ist das halt. So ist die Pfalz, so ist das bei unserem Film dann auch. Wieso hat Hambach das Glück, genommen worden zu sein? Das kann ich eigentlich genau sagen. Das war eine Drehbuchentscheidung wahrscheinlich und eine Produktionsentscheidung. Aber es geht ja eben um eine Pfälzer Familie, eine Winzerfamilie. Deswegen ist es nur naheliegend, dass wir hier auch drehen. Und ab wann kommt der Film dann ins Fernsehen oder ins Kino? Kommt nur ins Fernsehen. Es ist ein Fernsehfilm für die ARD. Aber das ist leider noch nicht ganz klar. Das wissen wir noch nicht. Und bis jetzt wissen wir nur den Arbeitstitel. Genau, Weingut Wader. Und ab wann weiß man dann den richtigen Titel? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das wird dann irgendwann mal entschieden, wenn der Film wahrscheinlich fertig ist. Aha.